Ja, Freunde, schaut mal, was da oben ist. Schöner Start in den neuen Part, denke ich mir mal. Wir haben ein Vorstellungsgespräch in der Schweiz und zwar bei den Young Boys aus Bern. Coole Geschichte auf jeden Fall. Sie sind nicht ganz so überzeugt davon, sind noch ein bisschen skeptisch, weil es vor allem eben darum geht, dass wir keine Erfahrung haben, Titel zu gewinnen. Das stimmt natürlich, aber wir waren halt auch noch nie in der Lage, eine Mannschaft zu haben, die stark genug ist, um Titel zu gewinnen. Young Boys auf jeden Fall aktuell auf der 2 und der Trainer hat ja ist zu Lazio Rom gewechselt und dementsprechend ist dieser Posten frei geworden und wir gehen jetzt einfach mal zum Gespräch. Können Sie uns die Sorgen nehmen, dass Sie in diesem Land noch nie einen Trainerposten innehatten? Dass ich Erfahrung in verschiedenen Ländern gesammelt habe, sollte zeigen, dass ich bereit bin, hier zu arbeiten. Derzeit ist Ihr Team auf Kurs, die Erwartungen in der Liga zu erfüllen, obwohl es derzeit einen schlechten Lauf hat. Versuchen Sie vielleicht, den Verein zu verlassen, ehe die Ziele wirklich verpasst werden. Ich finde die Frage ziemlich gut, weil es eigentlich echt nicht schlecht passt. Wir werden dem sehr bald nur ein kurzer Rückschlag, das gibt sich wieder. Darum haben Sie es für richtig empfunden, sich bei anderen Vereinen zu bewerben, während Sie bei einem Club angestellt waren. Ich habe einen Verbleib als nicht sinnvoll angesehen und wollte einen Neuanfang. Warum bewerben Sie sich derzeit offenbar gleich auf mehrere Stellen? Ich sondiere meine Optionen. Sind Sie in der Lage, unsere Sorgen zu streuen, dass Sie den Rückhalt Ihrer Spieler verlieren könnten? Kommt auf den Erfolg an, sind Sie der richtige Mann, um diesen Verein aus einem Leistungsloch zu führen? Ja. Ja, ich arbeite gerne mit dem Sportdirektor, das passt schon. Welcher Größenordnung müsste das Budget etwa liegen? Ich habe vor dem Amtsantritt keine Änderungen im Sinn. Ziel ist es, angesehenster Verein in der Schweiz zu bleiben. Schön. Maximal Einjahresverträge für Spiele über 32 passt auch gut. Konkurrenzfähig in der Champions League sein und Titel in der Super League. Das heißt, in diesem Jahr schon Titel gewinnen. Ja. Transferbudget von 7 Millionen. Ja, ist realistisch. 23 Millionen Gehaltsbudget. Gibt es irgendwas, das Sie noch prüfen sollten? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wir es kriegen. Aber wäre natürlich eine coole Geschichte. So, Unsold beginnt Reha-Phase, das ist natürlich auch eine coole Geschichte für ihn. Branka trainiert nicht gut. Das ist halt auch die Frage, ob man dann, wenn wir jetzt bleiben, nicht sagen, dass Branka eventuell, dass der eventuell auch im Winter gehen soll. Ich meine, ich mag ihn eigentlich ganz gerne, aber wir haben ja schon gesagt, verlängern tun wir ihn nicht. Ob wir da nicht vielleicht noch irgendwie ein bisschen was kriegen. Wenn ich biete ihn einfach mal an. Ja, und Felix Wehling werden wir auch für das Training kritisieren. So. Da wird jetzt noch gespeichert und dann schauen wir gleich weiter zum Spiel gegen Rapid. Ich habe übrigens jetzt jede Woche noch eine Teamgast-Session eingebaut. Keine Angebote für Branka. Alhasch kann jetzt gut Deutsch und Stephen Wu schon maximal 45 Minuten empfohlen. Das heißt, der kommt auch schon langsam zurück. Und natürlich gut ist, dass wir auch auf Wiesinger heute wieder zählen können. Das heißt, auch das natürlich eine schöne Sache, dass der zurückkommt. Ja, Gomez oder Mandei, da ist Gomez halt schon stärker, deswegen nehmen wir den mit. Den Wiesinger nehmen wir mit für den Wähling gleich mal in die Partie. Potsmann nehmen wir mit für den Ivkic, damit wir wieder besser wechseln können. Und Laval ist im Tor, weil Schubert in letzter Zeit seiner Form ein bisschen hinterherläuft. So. Schauen wir, dass wir sie irgendwie motivieren können, hier gegen Rapid endlich mal wieder eine bessere Leistung einzufahren. Aber Rapid auch gut in Form in diesem Jahr. Für uns natürlich jetzt leider. Also, das wird auch unangenehm. Aber immerhin 7400 Fans da. Also 1000 mehr als gegen Salzburg. Das sind halt wahrscheinlich 1000 Auswärtsfans mehr. So ziemlich. Und Salzburg geht gegen den WRC in Rückstand. Geierhofer von Sturm, auch spannend und witzig gegen Zimmermann. Ingolic kann den Ball gut behaupten. Schmid passt super auf und dann dieser schlechte Pass, das ist schade, da war jetzt echt mehr drin. Auch wenn wir schon viel Glück hatten, dass wir überhaupt so weit gekommen sind.
So, interessanter Kader von Rapid. Branka, so Greil mit dem Pass in die Tiefe. Moormann kann ihn abfangen. Zimmermann schneller als Wittig, 1 zu 0 Rapid, 10. Minute. Ja. Da sehen wir auch hier wieder, das ist ein Pass in die Tiefe. Wittig ist halt, der hat seine Stärken, aber die Geschwindigkeit ist leider halt keine davon, aber ist ja bei Lipuschek auch nicht so. Also Antritt halt hauptsächlich. Schnelligkeit 13 ist eh okay. Aber auch offensiv gelingt nichts. Also wir sind im Moment absolut in einer Unform. So, Schablas nutzt da gerade den Raum und macht ein paar Meter. Schmied. Super Pass auf Wiesinger und Siebenhandel mit einem Glanzreflex, Glanztat. Hat er stark gemacht. Der Jörg Siebenhandel. Salzburg mittlerweile mit dem Ausgleich. Ja, Offensive auch wahnsinnig schwach. Ja, bislang einfach Pech gehabt. Das war jetzt für die Atmosphäre und für das Selbstvertrauen, glaube ich, ganz wichtig. Ich tausche die beiden mal, weil Schmied der schnellere Stürmer ist und ein Stoßstürmer geht dann eher in diese Bereiche. Und dann werden wir schauen. Forward ist halt nicht gut und halt auch nicht der Offensivstärkste. Ich bringe dort mal den Gomez. Greil ist zwar auch schon ein bisschen müde, sonst bringen wir den Potsmann für den Schablas, der ist noch müder. Und dann starten wir in Hälfte 2. Ist das Stefan Leiner rechts außen? Salzburg führt mittlerweile 3-1 gegen Wolfsberg. Die haben sich gedacht, sie starten mal mit einem Handicap, damit es dann vielleicht spannender wird. Tatsächlich ist Stefan Leiner zu Rapid gegangen. Wie schräg ist denn das? Aber okay, cool. So, aufpassen jetzt auf den Konter. Aufpassen hier wieder auf diesen Rückraum. Wittig macht das gut, Schmied ist da. Alhasch behauptet ihn gut und plötzlich ist Wiesinger durch. Und wieder Siebenhandel mit einem guten Reflex und die Hereingabe hat er auch. Auer bei Rapid verletzt. Hat Auer. Wen haben wir noch auf der Bank? Wähling und Arndt, Moschinger und Vandenberg. Also alles eigentlich nur junge Talente. Keiner, den ich jetzt wirklich. Nur zu zwei. Es ist so schlimm, wenn man eigentlich nichts anders macht als vorher und das plötzlich wieder nicht mehr funktioniert. Aber diese Phase hat man irgendwie im FM immer in einer Saison. Aber das war auch echt schlecht verteidigt von Wittig in dem Fall. Laval mache ich da keinen Vorwurf, bei beiden Toren nicht. Bernardo bekommt da eine Ermahnung. 0 zu 3. Es geht genau da weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Also da verliere ich gerade echt ein bisschen die Lust auf diese Mannschaft. Jo. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Was soll ich denn groß machen? Wenn diese Mannschaft eins bewiesen hat, immer wieder in Spielen, dass sie auch in der Lage sind, spät zurückzukommen, aber heute sehe ich es irgendwie gar nicht. Laval auswechseln schlägt der Assistent vor. Also der Torwartwechsel hat sich auch nicht ausgezahlt.
alle in einer Unform im Moment. Da kann man echt sagen, zum Glück ist dann jetzt gleich mal Winterpause. Wir sind jetzt schon in der 70. Minute. Das heißt, ich bringe jetzt den Wähling für den. Ich bringe ihn für einen Greil und dann schiebe ich den Wiesinger zurück auf Box to Box. Das haben wir eh schon öfter probiert. Arndt kommt für Al-Haj. Achso, egal. Und Morschinger wieder für Branka. Nachdem Branka in letzter Zeit auch nicht gut spielt, ich meine, heute eine 6,6 ist, ist jetzt nicht schlecht. Laval, Wahnsinn, 5,9. So, Arndt mit der guten Balleroberung. Da hat er quasi geahnt, wo der Ball hinkommt. Ja. Die schlechten Jokes gehen noch. Wie schlecht wir da schon wieder verteidigt haben. Wie passiv vor allem. Eieiei. Salzburg mittlerweile mit dem 5-1. Es ist so langweilig. Wenn man sich die Statistiken anschaut, mehr Ballbesitz, Expected Goals wäre ziemlich ausgeglichen. Ein paar Abschlüsse haben sie mehr gehabt, aber das ist ein 0-3, verdienen wir da halt auch absolut nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. 94. hier nochmal Bernardo. Schmid hat ihn in den letzten Sekunden laufen. Und dann war es das. Sehr gut von Wiesinger. Ja, unglaublich. Gibt es morgen Straftraining? Ich ziehe das trotzdem jetzt durch. Naja, und so weit sind wir jetzt von Sturm eigentlich auch nicht mehr. Nicht mehr entfernt. Ja, schlimm, die letzten drei Partien verloren, immer mindestens drei Tore kassiert, das ist unfassbar. Davor das Unentschieden gegen die Austria und davor ist es eigentlich nicht so schlecht gelaufen. Ja. Galatasaray bietet Vorstellungsgespräche an. Ja, der Verein sieht in uns einen annehmbaren Kandidaten für die bescheidenen Ziele. Das klingt schon mal richtig mies. Aber okay, ich habe noch nie in der Türkei trainiert, also ich würde das echt feiern. Ich klicke wieder mal recht schnell durch. So. Wie schaut es da aus? Ansehen des Vereins steigern. Konkurrenzfähig in der Euroleague sein. National Conference League Quali. Momentan sind wir Siebter. Ja, immer Conference League Quali. Also das sind ja wirklich bescheidene Ziele. Ja. Gehaltsbudget von 10 Millionen. Das heißt, wahrscheinlich haben wir kein Transferbudget. Oder was ist da Sache? Sind wir mal gespannt. Ist noch irgendwas frei geworden jetzt? Der FC Utrecht. Finde ich auch nicht uninteressant. Roma und Inter. Aber ich glaube, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht probieren. Aber der FC Utrecht wäre durchaus spannend. Niederlande haben wir zwar erst gehabt im letzten Jahr. Aber ja, St. Mirren. Ich finde halt Schottland echt lustig. Aber die sind halt letzter. FC Utrecht ist zumindest Achter. Mittendrin. Gar noch Chancen auf international. Ich bewerbe mich bei Utrecht auch. So, Mui steckt wieder ins Training an. Keschke ist verletzt, Knöchelbruch. Ja, damit war's das. Machen wir Vereinsarzt, ganz einfach. Ja, Vertrag werden wir natürlich nicht verlängern.
Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. So, Scouting Fokus, da gibt es ein paar Einser. Die Frage ist, ob da irgendjemand finanziell möglich ist. Die sind alle recht teuer. Dame 1,6, Dennis Voss. Wobei, ehrlich gesagt, so richtig gut finde ich den nicht. Ups. Da haben wir noch vom FC Basel Maxa Capo. Den finde ich ganz cool. Brauchen dann eventuell einen Sechser-Ersatz. Rocco Schein. Nicht aufregend. Ja, gut. Haut mich jetzt alles nicht so um. Mannschaft ist mit der Situation des Vereins unzufrieden. Ja, eh. Im Moment ist eine Qual zur Arbeit kommen und das sollte nicht so sein. Ja, das habe ich Ihnen versprochen, dass es besser wird. Im Endeffekt kann man ja nicht viel machen, außer gewinnen und diese Kaderatmosphäre einhalten. Wittig verletzt, 1 bis 2 Tage. Diese Trainingseinheiten halt. Es trainieren einige nicht gut, da muss ich halt leider kritisieren. Ich weiß nicht, ob das für die Atmosphäre gut ist, wenn ich kritisiere, aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall durch. Es war halt wahrscheinlich auch so ein Mitpunkt, dass ich so viele Spieler bestraft habe nach diesem Debakel gegen Salzburg. So, jo, Vandenberg muss rein. Wir haben dann eh keine andere Alternative. Ivkic kommt mit. Der kann notfalls innen spielen. Da hätte man den Trezeguet ja theoretisch auch noch geliehen. Steven Way nehmen wir mit für einen Gomez. Und das war's. Keschkes. Ja, passt. Überdenkt seine Optionen gegen Ende seines Vertrages, das war ja zu erwarten und das war ja auch unser Plan. Also so gesehen, ja. Erwartungen gegen Lustenau sind ein Unentschieden. Bewerbung bei Aberdeen ohne Erfolg, das ist schade. Aberdeen hat mich fast am meisten gereizt von den ganzen. Dafür haben wir jetzt noch ein Vorstellungsgespräch beim FC Utrecht. So. So. Sagen wir mal das. So, was sagen wir noch? Keine Budgetänderungen notwendig. So, jetzt. Mindestens 3 Jahresverträge für die Spieler der ersten Mannschaft, konkurrenzfähig in der Conference League sein, Abschluss in der oberen Tabellenhälfte, nächstes Jahr Euroleague Quali. Das klingt richtig gut. Angemessene Zielsetzung, Transferbudget von 4,2 Millionen, das ist natürlich super. Gehaltsbudget, ja, werden wir sehen. Das kann ich eh nicht so richtig beurteilen, je nachdem. Also solange ich die Verträge der Spieler nicht kenne, kann ich das nicht wirklich beurteilen. So, Vorstellungsgespräch bei Young Boys ohne Erfolg, die haben alle Geiger verpflichtet, der war bei Servette Genf, das heißt, bei Servette Genf ist was frei, oder? Jo. Probieren wir es bei Servette Genf. Würde ich auch cool finden. So, weiter geht's. Spiel gegen Lustenau. Puh. Fäuste ballen. Es ist Zeit, diesem Negativlauf ein Ende zu setzen. Geht raus und macht es wahr, Leute. Schablos vertribbelt sich. Spitzenspiel Rapid gegen Salzburg in dieser Runde.
Mal schauen, wie hoch die Salzburger da gewinnen werden. Wo stehen wir in der Mitte? Was ist das für eine Verteidigung, ganz ehrlich? Ah ja, Skaricic, genau, in der Innenverteidigung. Ich habe Laval im Tor noch gelassen. Aber gut, ich habe ja ursprünglich auch gesagt, dass der die Herbstsaison fertig spielen darf, also so gesehen. Eigentlich wollte ich wieder jetzt zurückwechseln nach seiner Vorstellung in der letzten Runde, aber es ist, glaube ich, eh egal, das passt schon. Schmid hat was abgekriegt, ich hoffe, dass es weitergeht, der hat sich gerade ein bisschen erholt. Wiesinger, und da ist Horvath und der wird leider geblockt. 13. Minute, die gute Chance für unsere Jungs. Schablas mit der Ecke. Horvath, Schirl mit der Parade. Und wieder Matteo Schablas. Aufpassen auf den Rückraum. Super Tackling von Ingolic. Pranka. Horvath. Mich würde es auch reizen, beim LASK zu bleiben und das Ruder irgendwie rumzureißen. Also ich möchte jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde ich gerade alles tun, um zu fliehen. Plan war ja eigentlich sowieso eben nach diesem Jahr zu gehen. Dementsprechend nutze ich das halt auch mit diesen Bewerbungen gerade überall. Aber gerade die Winterpause mit den paar Abgängen, die wir da sicher haben werden, mit eben einem Branka, zumindest Abgang dann ab Sommer, genauso wie nicht Lipošek, sondern Kaschkes, wäre schon auch reizvoll. Also wenn wir da jetzt keinen interessanten Job bekommen, ich werde mich nicht überall bewerben, dann werden wir mal schauen, ob und wie wir das Ruder dann, das Luder rumreißen können. Aber wir kassieren auf jeden Fall schon mal wieder ein Tor. 0:1 und es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Wir sehen hier Branka, der in Bedrängnis, ja, ich weiß nicht, warum er nicht zurückpasst zu Lipošek, das ist mir halt ein Rätsel. Und Sudanovic wird halt auch nicht wirklich gehindert, aber er macht es auch gut, er zieht das sehr, sehr gut durch, ist schnell, hat einen super Antritt und ja. Jetzt sind wir eigentlich wieder, zumindest nicht unterlegen, aber wieder in Rückstand. Salzburg führt gegen Rapid. Aber es scheint bei unseren angeschlagenen Spielern weiterzugehen, das ist gut. Rapid mit dem Anschlusstreffer 1:2. Pech gehabt, ich versuche hier wirklich sie zu motivieren. Ja, okay, Greil ist, geht leider nicht, da bringt man Stephen Wey, das passt eh. Ich überlege gerade, ob ich den Ivkic rechts hinten bringe. Ingolic ist ängstlich, Ivkic hat zuletzt immer gut gespielt. Pfannenberg klärt. Branka auf Wiesinger, der zieht gut nach innen, Schuss wird geblockt. Salzburg mit dem 3:1. Wiesinger per Kopf, schade, da war er komplett frei. Da kann man auch mehr draus machen. Schablas macht das gut. Der Pass auf Schmid ist gut. Das ist halt auch zu wenig. Lipošek mit dem Riesenpatzer. Ecke Schablas 57. Eigentlich
1-2-1, eigentlich kein Problem für den gegnerischen Torhüter, aber er kann ihn irgendwie nicht festhalten. Der kam echt nicht sonderlich gefährlich. Relativ nah ans Tor, nicht zu hoch. Super Ball für den Torhüter eigentlich, der geht da gut raus. Und Alhasch nutzt die Situation aus zum 1-1, ganz wichtig. Schablas kriegt trotzdem den Assist gewertet, auch das ist natürlich gut. Noten sind alle relativ in Ordnung, nur die von Schmid nicht so. Da haben wir wieder Schmid und Wiesinger tauschen, das ist sowieso klüger. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. So, Branka. Lipuschek. Schade. Aufpassen hier auf den Rückraum. Gmeiner. Es ist so schlecht. 1-2. Ich glaube, das war der Fehler von Ivkic, oder? Schauen wir mal. Da wieder mal so ein Pass in die Tiefe. Das ist irgendwie auch immer das Gleiche. Und dann sehen wir, ja, Sabitzer bleibt hinten einfach stehen. Und anscheinend war der Sudanovic sogar noch dran, weil der hat das Tor gewertet bekommen. Und so wie es aussieht, ja, läuft schon wieder irgendwie auf eine Niederlage raus. Bringen den Felix Wähling jetzt rein, dann tauschen wir die beiden wieder. Lipuschek tauschen wir mit, tja, mit wem? Ivkic in die Innenverteidigung kann ich machen. Und dann haben wir noch einen Wechsel. Ja, warte ich noch ab. So, Steven Way, guter Seitenwechsel. Von dem dürfen wir heute halt auch keine Wunderdinge erwarten, aber eine 7,1 bei seinem Comeback ist schon stark. Felix Wähling per Kopf. Aber der war auch sogar im Abseits. Mathieu Horvat ist müde. Branka ist müde. Bring für den Horvat den Arndt. Guter Seitenwechsel von Potzmann. Was ist das für ein Katastrophenpass von Jablas? Und dann geht's ganz schnell. Und beinahe wurde es hier wieder gefährlich. 4-1 Salzburg. Potzmann. 1-3. Mehr fast der Überlegung zurückzutreten. Weiß nicht, was momentan los ist. Es ist unglaublich. Aber wir machen es einfach so, dem Gegner so einfach Tore zu erzielen. Das ist Wahnsinn, wenn man überlegt, wie viele Tore wir da jetzt in den letzten Spielen kassiert haben. Ich glaube nicht, dass es an der Cash-Guess-Herausnahme lag, um ehrlich zu sein, weil der war auch eine Fähigkeit ja nicht so stark und die Noten waren jetzt solide, aber nicht aufregend. Felix Wähling mit dem 2-3. Es ist nicht die Offensive bei uns, es ist eindeutig die Defensive, die krankt. Bin mal gespannt, ob der Vorstand
da jetzt irgendwas unternimmt und uns vielleicht sogar rauswirft oder so wegen der Unform im Moment. Ich meine, wir sind trotzdem auf Kursen von Saisonziel, deswegen würde es mich schon irgendwie wundern. Aber man weiß halt nie, gerade bei einer Form, wie wir sie im Moment haben, ob da der Vorstand nicht einfach sicherheitshalber die Reißleine zieht. Dumm gelaufen. Schauen wir mal, ob jetzt noch irgendwas passiert. Greil verletzt, 6 bis 8 Tage. So, schauen wir mal, ob da jetzt noch was ist. Nee. Dann würde ich sagen, also wir können vielleicht dann nochmal kurz reinschauen, ob es dann noch irgendwas frei wurde. Was passiert ja immer quasi nach den Spieltagen. Lecce, Serie A, Tabellenletzter. Serie A natürlich cool, Tabellenletzter. Ich glaube ehrlich gesagt, oh, Beşiktaş. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da jetzt mal den Cut. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal weitermachen bis zum 1. Januar. Also bis dahin werde ich mal simulieren. Sollte es sich ergeben, dass wir früher einen Verein finden, dann ja, werde ich entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Und dann starten wir quasi dort mit dem nächsten Part. Und falls nicht, falls nichts Interessantes gibt für uns, dann würde ich sagen, sehen wir uns am 1. Januar einfach zum Start der Transferphase beim LASK wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich auf die Zukunft, egal was es bringt. Solche Phasen, wie wir sie jetzt im Moment haben, die gehören halt auch immer wieder dazu. Da muss man dann durch. Ist nicht mein erstes Mal, dass ich da eine Krise habe. Und ja, wir werden es überleben. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.